Schnauze Schmörmelboy. Willkommen zum nächsten Part von Pokémon Gelb Edition. Und alles ist aufgeladen. So, ich werde mich jetzt auf den Weg zum Schiff hier machen. Was ist denn hier los hier? Buddha-Kampfler, warte, ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Was? Das hat nicht ein Glum. Ah, nee. Machok! Machok! Ein Machok ebnet das Land. Nein, doch! Oh! Boah. Minister die Jahre statt der einmaligen Sonnenuntergänge. Oh ja, die Sonnenuntergänge. Ich möchte gerne einen Sonnenuntergang genießen mit einer schönen Frau an meiner Seite. Ach, da lang geht's, glaube ich. Zu dir komme ich auch gleich noch. Warte ab. Weil du hast da was im Gepäck, was mich interessiert. Ich wette, 100%ig kriege ich die. Achtung, Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Fällst du nach Lavandia, Zeit von Urana City. Okay, ja, nee. Ich wollte jetzt nicht vorher da losrasen. Wir werden erstmal da eindüsen. Ich denke mal, dass wir hier was finden. Ja. Ja, wie ihr wieder guckt, ne? Das ist doch schon, verrät mir das schon, dass ihr wieder Ärger sucht, ne? Komm. Ja, komm. Du willst. Doch nicht? Die MS Anne ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie legt einmal jährlich in Oriana City an. Okay, ich habe jetzt eigentlich mich gerade aufgestellt, dass sie sich wieder prügeln wollen mit mir. Willkommen auf der MS Anne. Danke. Willkommen auf der MS Anne. Ja, verzeihung, hast du ein Ticket? Klaus zeigt das Bootsticket. Ja. Großartig, willkommen auf der MS Anne. Ich wollte gerade sagen, hä? Oh! Schön. Ein Boot, ich habe ein Boot. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Passagiere meine ich natürlich. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Ach ja, habe ich mir gedacht. Wer hätte das. Ich bin auf dem Boot. Was soll ich tun? Ah, Pokémon, komm. Zeit für ein Duell. Das sage ich doch. Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Ja, ist ja kein Wunder, dein Ola hat sich bestimmt verlassen, weil du dich dem Pokémon mehr Zuneigung gibst als. Du siehst auch sehr. Der Blick! War konfuse, der Typ! Gentleman möchte kämpfen! Ja, Gentleman. Pokémon Gentleman eher. Oh la la, Fukano. Okay, Fukano, das hört sich schon nach Feuer an. Ich glaube, für mein Aero wäre das keine gute Idee. Hätte ich gerne was Wässriges, aber das habe ich jetzt nicht bei mir. Ah, das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Könnte ins Auge gehen. Warte mal. Jetzt kriegst du ein paar Egelsamen ab. So. Blickt unversehrt. Naja, nicht ganz unversehrt. Schmarotzer. So, kriegst erstmal eine Ranke von mir. Zack. Voll in your face. Ja, hab ich gedacht. Oh, nein. Das krieg ich wieder zurück von dir. Danke. Der kann aber nur 10 Mal davon was machen, wie ich sehe. Das ist auch nicht gerade gut. Verpassen trotzdem mal. Vielleicht kriege ich ihn mit Aero platt. Ja, das sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht gut. Nein! Aero brennt. Nein, Aero, nicht brennen! Schnell! Und Feuerlöscher! Das darf nicht wahr sein! Du kriegst direkt einen Rankenhieber geraten. Nein, die ist wirklich nicht sehr effektiv. Ja, toll. Aero brrrt. Oh, shit. Sehr effektiv. Pokémon wechselt dringend. Ah, es ist nicht gut. Smetpo vielleicht. Error-Klasse kommt zurück. Es geht direkt. Natürlich auch noch eine Glut ins Gesicht. Hör mal, du bist wohl nicht mehr ganz. Ja, ich lass mal mein Leben zurück. Ich brauche wirklich was gegen Feuer, ey.
Confusion. Yes, Volltreffer. Kano wieder in den Kampf. Schon wieder? Nee, ich hoffe, dass ich Smetbo damit zum Sieg erringen kann. Komm, Confusion wieder. Der Schaden macht gut. Aber er auch. Oh, shit. Einmal Confusion noch und wenn... Ah, das sieht nicht gut aus. Er macht wieder Glut rein. Ah, na, nicht... Nee, 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 nee. Sehr effektiv. Ja, das merke ich. Schmörmel, dein Auftritt. Komm. Ey. Was fällt dir eigentlich zu beißen? Bist du irre? Was hast du davon? Jetzt rastet er sofort aus. Na, Vulcano sieht aber schon interessant aus, aber ne, egal. Okay, 172. Du bist echt... OW, verloren. Ja, OW! Meine armen Tiere! Ich glaube, jemand geht mein anderer schon gleich von dann. Ah, jetzt muss ich wieder zurückrasen, aber... Ah, je, ah, je. La 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 la, muss ich wieder zurückrennen, ihn wieder heilen. Ja, super. Das ist doch manchmal toll. Finde ich ja toll, echt toll. Da, 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 wo ist denn das? Ja, da. Okay. Hier, alle Pokémon haben Aua, Aua. Bitte heil die mal, bitte. Ja. Zack, zack. So, geheilt. Top fit. Ich auch, höre ich gerne. So, jetzt auch mal trotzdem mal so nebensächlich gesagt. Also, ich brauche dringend jetzt erstmal ein Pokémon, was gegen Feuer gut ist. Also, das Thema Feuer ist nicht gerade, ne? PC. Warte mal, wer ist denn gut gegen... Ja, jetzt muss ich eins ablegen, stimmt ja. Ablegen ist mal. Nidorina. Die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Mitnehmen. Bad Bad. Pipi, Habitak, Leinstein wäre gut. Sandan wäre auch eine gute Wahl. Weil Stein brennt ja nicht, das weiß ich ja. Es sei denn, es ist ein Feuerstein. Nein. Hm. Kleinstein, Sandan, Kleinstein, Sandan, Kleinstein, Sandan. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wer von den beiden gut wäre. Sandan. Mitnehmen. Ist klar. Ich hoffe mal, dass er gut ankommt gegen die. So. Er ist nicht zwar gerade sehr stark auf der Brust, aber ich denke mal, er müsste reichen. Gerade gegen Elektro und Feuer. Ich glaube, Klein Sandan oder Kleinstein, die werden, glaube ich, mal... Warte mal. Ja, falscher. Pokédex. Also das weiß ich ja, der wird bald das, der wird bald gelevelt, dann erreicht er das und das und dann... Hoppy, Safkon, Hornlio, Kokuna... Ja, der wird ja auch noch was. Aber Hornlio kriegt man ja nie nicht, das habe ich ja mitgekriegt. Nicht in der Version, das finde ich schade. Ich weiß gar nicht mal, was das Kokuna mal wurde. Aber werde ich ja so oder so mal daraus finden. Taubsi ist klar, die zwei Formen, Ratzfratz, Radikal kriegt er noch. Ja, der vielleicht ratzfatz einfach mal irgendwann mal leveln, damit ich noch Radikal kriege. Ich sag mal so, die Pokémon, die noch nicht hier namentlich erwähnt wurden, lasse ich, wenn ich die entwickeln lasse, das sage ich dann. Und wenn ich dann so leveln gehe und, sage ich jetzt mal Beispiel, Ratzfratz auf Radikal mache, lasse ich das einfach mal offline-technisch drin, dann sage ich nur nachher beim nächsten Part dann bla bla bla. Ich habe das, hab den auf den gemacht und habe den dann freigelassen, weil Ratzratz werde ich nicht behalten. Ich will ihn nur entwickeln, dann lasse ich ihn frei. Vielleicht.
Eventuell erst dann, wenn mein Lager zu voll ist, da werde ich die freilassen. No, Habitak, der kann sich auch entwickeln, das weiß ich ja. Ob da war Ibitak. Wettern war... Ja, die Schlange, die wird auch, glaube ich, so eine Form. Das weiß ich. Pikachu, ja, da wird ein Raichu. Werde ich aber nicht machen. Für die Fans, bevor die mir den Kopf abreißen. Sandan, wird Sandan? Ich habe das Gefühl, Sandan wird auch eine Entwicklung. Warte ich mal ab. Nidorin, Nidorina. Ich glaube, das war Nidoqueen. Ja, ich erinnere mich wieder ein bisschen so. Ja, ich habe da ein bisschen Pokémon-Kenntnisse. Ihr glaubt es ja nicht, obwohl ich ein Pokémon-Hater bin. Sagen wir mal so, ich wurde manchmal gezwungen, die Serie mitzugucken bei Leuten, Kollegen. Weil ich bis jetzt nicht ins Kissen gebissen habe und hoffte, dass ich daran ersticke, wegen die Serie weiter zu gucken, ist immer noch ein Weltwunder. Menki ist dieser Affe. Fukano war nochmal. Ja, da war der Tier. Macholo. Ja, genau. Der wird ja auch, glaube ich, zu einer Weiterentwicklung. Das weiß ich ja. Knufenser. Ja, genau, der wird ja zum. Ja, genau, ich erinnere mich. Kleinstein. Kleinstein, Einstein. Aber ich glaube, Stein-Pokémon wird für mich, glaube ich, eher dann sein Onix. Weil ich mag Onix irgendwie. Onix sieht geil aus. Muschas. Muchacho! Onix. Onix. Traumato werde ich vermutlich mir auch. Ich glaube, Traumato wird vermutlich Hypno. Ja, überlege ich mir noch. Ich habe viel gehört, dass Traumato da unten so. Naja. Voltoball, ne. Also Elektro lasse ich meinen Schmörmel, ja, Pikachu. Schmoggon. Sieper, Goldini, Sterndo, Starmie. Evoli. Also bis jetzt noch 133. 133 hat er noch als Inhalt? Gab's da nicht mehr? Ich dachte 150, aber da liegt der wegen der Edition jetzt. Ich denk mal wegen der Edition. Heißt, ich muss mir irgendwo ein Kabel besorgen. Ja, immer sein. Ich speichere jetzt erstmal sicherheitshalber hier. Damit ich nicht irgendwie den ganzen. Wenn mir mal was geschehen sollte, ich nicht wieder alles von neu anfangen muss, bevor ich anfange zu schreiben. Ah, ich hab doch mein Ticket hier, zeig doch. Du hast mich doch gerade gesehen vor ein paar Minuten. Alter Falter. So. Ja, gehen jetzt nochmal hier rein, jetzt in den Knallfrosch hier. Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht nochmal angreift. Vielleicht hat er ja was Wichtiges hier. Sei immer nett zu deinem Pokémon, ja. Was ist mit deiner Frau? Schon machst du sie vernachlässigt, deswegen bist du alleine jetzt. Dreckskerl, ey. So viel zum Thema Gentleman. So. Mich juckt es in den Fingern, mich mit hier nicht anzulegen. Also ganz ehrlich, das muss ich wirklich machen. Ich werde aber ein bisschen ein anderes Starter-Pokémon hier reinsetzen, schon mal. Eventuell. Am besten wäre, wenn ich Sandan schon mal tausche. Wenn er jetzt direkt, damit der direkt ein bisschen Erfahrungspunkte hier mit einsammeln könnte. Nee, warte mal. Dirtywing will ich aber auch. Ja, komm, erstmal Dirtywing. Dirtywing ist mir da ein bisschen wichtiger gerade mit dem Thema Level, weil Aero ist schon 20 und Schmörmel auch. Und da ich Dirtywing ja auch als meine Pre-Pokémon machen möchte, als Flamme, muss er auch schon ein bisschen wieder ein Level nachholen. Sandan, wie gesagt, Sandan mit. Ja, das schauen wir noch nach. Schmetbo muss ich mir auch noch überlegen. Taubsi. Also, ich habe jetzt 6 verschiedene Arten, das sehe ich ja. Aber trotzdem muss ich mir da was überlegen. Durch. Ja, ich gehe jetzt trotzdem mal kurz runter. Weil. Training! Training, Training, Training. Meine Pokémon müssen trainiert werden. Deswegen gehe ich jetzt in jeden Abteil rein und hole ihn erstmal weg von die Birne. Das ist für mich gerade. Ein Hauptpunkt bei mir. Damit ich erstens gut mit Level vorkomme. Du Rotznase, was fällt dir ein? Was willst du hier von mir? Willst du von die Birne oder was? Rotznase, guck dich mal an, ey. Dein komischer Stock. Du siehst aus wie, weiß ich nicht. Gentleman möchte kämpfen. Nidoran ein. Dirtywing. Schauen die an. Und jetzt. Lass mal. Ja, Error muss man ein bisschen auch mal brauchen. Genug kommt zurück.
Doppelkick. Ja, wunderbar. Hm, ja, du mich auch. Zweimal getroffen, was aber nichts gebracht hat. Hier. Gib mir ein bisschen Samen hier. Oh, du willst mich doch nicht ehrlich vergiften. Egal, was du mir antust, kommst du oder so wieder zurück. So, jetzt kriegst du erstmal einen Rankenhieb von mir. Zack. Das ist nicht sehr effektiv. Okay, dann will ich den Rankenhieb mir aufsparen. Ja, hör auf zu spinnen. Bringt dir sowieso nichts. So, hier. Danke. Wir leben wieder zurück. So, da die beiden nicht so viel wichtig sind, mache ich Tackle nur noch. Einfach nur aus dem Grund. Erstens die ein bisschen effektiver, wie ich sehe, als der Rankenhieb. Und ich spare mir auch ein bisschen die Power für diese Fähigkeiten. So, zack, ja, du mich auch. Schön mal wieder zurückgeben, Dankeschön. Und ein Tackle. Zack. So, 121. Level 14. Yes! Und er erreicht auch Level 21. Schön! So, ich habe mit Nidoran Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Nein, ein Tackle. Ja, oh! Oh! Zweimal getroffen. Oh, ja. Ich hole mir mein Leben wieder zurück erstmal. Upsa! I did it again! Na! Jetzt werd nicht frech, Freundchen. Oder Fräulein, ja. Komm her. Zack. Volltreffer. So, Tackle. Doppelkick, ja, du mich auch. Bam, bam. Aua, aua. Zweimal getroffen. Ja, aber trotzdem geht wieder ein bisschen was zurück. So, Tackle. Zack, und du bist Geschichte. So, 142 EP. Wunderschön. Du bist ganz schön gut. Erstmal, muhaha, ich will meine Ruhe haben. Verschwinde. Ach, ist das schon gut, ey. So. Gibt aber genug hier zu... Was willst du denn? Moin moin, du Landgrätte. Ich bin der Stuart. Auf diesen Kahn ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt gesprächig bist du aber nicht. Jetzt hat er mich total aus der Kontenance gebracht, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich zuletzt war. War ich überhaupt hier drin? Ja, den habe ich ja verkalkt gemacht. Gut. War ich doch nach der Reihenfolge gegangen. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Ach, Hallöchen, liebe Frau. Stuart, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Ich bin aber nicht der Stuart. Ich kann dir mal was anderes geben, anstatt eine Torte. Wie wär's mit einer leckeren Zuckerstange? Ach, die prügeln sich nicht alle. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Ich reise immer mit Knuddelöff! Ja. Knuddel. Ja, super. Ich wurde geknuddelt. Oh, oh, oh. Oh Gott. Oh oh. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Aha. Und jetzt möchtest du dir von mir eine gefangen lassen, was? Göre möchte kämpfen. Okay, Göre setzt Taubsi ein. Mhm, los, Dirty Wing. Da. Schau es dir an. Soll ich wirklich oder lass es lieber sein? Komm. Darfst auch mal ein bisschen Spaß haben. Vielleicht kriegst du mal ein bisschen mehr Erfahrungsboost. Wäre gut für dich.
Wenn du mir mal zu schwach bist, haust du mir wieder ab. Ja, siehst du, das meine ich nämlich. Ja, einen Angriff lasse ich dir noch. Sattelwirbel, ja. Dirty Wing, Glut. Nein! Komm, die kriegst du noch klein. Danke. Möhre wird Nidoran mit dem Kampf schicken. Möchtest du Pokémon wechseln? Ne, warte. So, machen wir das. Da, guck es dir an. Da, da, so geht er. Und jetzt. Schmörmel. Smetbo. Topsy müsste auch mal bringen, mal wieder. Ich mache Error wieder. Tauschen. So. Weil der Giftstachel und so ist nicht effektiv. Deswegen nutze ich den aus. So. Erstmal die Ekelsamen. Wie ausgewichen! Du dämliches Mistvieh, was fällt dir eigentlich ein? Das finde ich nicht gut von dir. Ja, genau. Nidoran, Kampf, Rankenhieb. Ach, nee, warum mache ich einen Rankenhieb, ey? Das ist doch total wasting, was ich hier tue. Nee, Rankenhieb, komm, nee, lass mal schön sein. Finger weg vom Rankenhieb. Tackle lieber hier. Tacklechen lieber ein bisschen. Ja, komm. Krieg ich so oder so wieder zurück. Da, was willst du jetzt wieder tun? Bringt dir irgendwie nichts, ne? Oh. Ja, komm. Kratz selber ab. Schalt gegen Nidoran, Kampf, Tackle. Zack. Na schön. Nein, ich habe die ganze Welt für dieses Pokémon bereist. Ja. Und da ging der Traum kaputt. Ich habe die... Ah, nein, was willst du denn jetzt von mir? Ich bin total ein Pokémon-Fanat. Du auch? Ja. Nee, danke. Ich setze mich nicht dafür extra ins Zimmer und drehe meine... Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Nidoran ein. Mhm. Ja. Dirty Wing, schau ihn dir an. So sieht ein Verlierer gleich aus. Jetzt lass mal Onkel Aero ran. Warte ab, Dirty Wing. Wenn du das richtige Level bald hast, dann... weil ich auch dafür sorgen werde. Ich glaube, das werde ich machen, während ich, glaube ich, gleich rennen werde. Dann werde ich die ein bisschen leveln. Und dann werde ich auch mal ein bisschen Dirty Wing mehr in die Action bringen lassen. Das muss der auch mal. So, was war ich? Ich wollte erstmal Ekelsamen reinhämmern. Oh, ja. Juckt mich nicht, was du da tust, denn ich hol's mir wieder zurück. Da, ja, genau, Tackle. Jetzt gibt's den Tackle Battle oder was? Ach ja, schön, 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 zack, danke. So. So, zack. Ja, Doppelkick. Oh nein, bitte nicht. Er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden, das sehe ich ja. Aber trotzdem kriege ich wieder ein bisschen zurück. So, Kampf. So, tschüss. 34. Level 15 erreicht. Oh, schön ist das. Dirty Wing will lernen Silberblick. Oh. Gold und Silber lieb ich sehr. Teenager, wow, du bist cool. Sehr bin ich cool. Ich hab dich besiegt, ey, du Lushi. TM08. Ja, was willst du? Wir machen eine große Weltreise. Oh. Wir haben sie alle zerhauen, ne? Ja. Genau, genau, so sehen Sieger aus. So, weiter geht's im Text. Pokémon. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach genau, ich wollte mir dieses TM angucken.
TM8, sag mal her, aktiviert. Sie enthält Body Slam. Nein, noch nicht. Die werde ich höchst, ich glaube, die Techniken werde ich alle einsetzen, wenn ich kurz am Ende des Spiels bin. Dann werde ich höchstens die Pokémon dann mit etwas von diesen Techniken ausrüsten. Wenn ich sagen muss, ja, die Technik ist nicht effektiv, dann nehme ich lieber das zu ihnen. Ja, so wird das gemacht dann. Ich werde die Technik einfach erstmal alle sammeln. Da kann ich nichts falsch machen. Da geht's hier lang. Aber bevor ich jetzt hier wieder weitermache, ich schau mal Pokémon an, werde ich jetzt kurz mal hier mal kurz einen Cut setzen und schon mal zum Pokémon Center gehen, die auffüllen und dann beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder hier mit voll aufgepowerten Pokémons. Also wir sehen uns.